Hallo und herzlich willkommen nicht zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, aber trotzdem mit dem lieben Robin. Hi. Wir öffnen tatsächlich, wie eigentlich zu jedem Set, manchmal nur ein bisschen verspätet, Booster. Und zwar zusammen. Yes. Auf Kamera, links, rechts, irgendwo werdet ihr den Robin sehen. Ich werde auf der anderen Seite sein. Und wir öffnen zusammen einfach Booster. Das machen wir jetzt schon seit Timespy Remastered. Das kann gut sein, ja, stimmt. Timespy Remastered haben wir es zum ersten Mal gemacht. Genau, und es ist großartig. Es macht so viel Spaß. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Normalerweise machen wir immer so 5 auf. Dieses Mal sind es nur 4, weil das ja auch ein leicht teureres Set ist. Ja, das ist ein Special Set, ne? Genau, Special Set sind zwar noch 50 Karten drin. Ich habe gehört, wir ziehen jetzt einfach 8 Minsk und Buu. Oh ja, das wäre großartig. Ja. Willst du mal kurz erzählen, warum Minsk und Buu gerade in Legacy so abgeht? Ich habe es nämlich nicht verstanden. Also der ist Banane gut. Du droppst ihn halt für 4 Mana, kriegst einen 1-1 Hamster, gibst dem Hamster ab 3 plus 1-1 machen, gehst mal mit dem 4-4er hauen. Aktuell ist alles im Legacy 3-3 oder so. Oder 3-2. Ganz wenige 4er. Und dann hast du einfach einen Eile-Trampler. Da muss der Gegner sich entscheiden, macht er entweder den Hamster weg, dann kriegst du einen neuen Hamster und kannst wieder plussen. Mhm. Oder du machst den Minsk weg, dann hast du aber immer noch einen 4-4 Hamster mit Trampel und Eile, der auch nochmal zuhauen kann. Und diese zwei Value-Karten alleine reichen dafür, dass du im Legacy was gewinnst. Krass. Und wie fühlt sich das so an, jetzt von der Dungeons & Dragons Marke Karten zu haben, die sehr dominant in Legacy sind? Lustigerweise muss ich ja leider gestehen, ich habe ja die anderen Dungeons & Dragons Karten aus dem normalen Dungeon, Adventure of Forgotten Realms, auch hart unterschätzt. Ich spiele auch zum Beispiel Fiddlebender unendlich gerne. Stimmt, und, da gibt es dann ja auch so Sachen wie den wie das Hole, das Portable Hole oder so. Und ja, da muss ich halt einfach sagen, da habe ich, ja, es ist halt so. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, wenn es um das Herr der Ringe-Set geht tatsächlich. Ja, das aber kann mal ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ja. Wir öffnen Booster gleichzeitig und gucken so ein bisschen gleichzeitig rum. Dann habt ihr zwei Booster on-stream, die gleichzeitig aufgemacht werden, was natürlich großartig ist. Yes. Und wenn irgendwo ein krasser Hit sein sollte, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Artwork hier, dann werde ich da hinzoomen. Oh, ich habe eine Tasche. Ihr werdet also, nichts verpassen. Tasche Artwork. Yes. Hübsches Artwork. Voll. Bald. So. Eine Insel mit sehr viel Text. Das Duell hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen. Stimmt, danach kam ja so ein so Full-Sketch-Irgendwas-Artwork. Marschierender Duotron. Nee, das ist nicht voll. Ah, das sieht so voll aus. Hat auf jeden Fall ein sehr komisches Artwork. Oh, ich habe noch einen. Du auch? Ja, die Minitara, gnadenlose Seele. Okay, das haben wir gar nichts. Die Diamanten sind tatsächlich ziemlich cool und waren zwischenzeitlich auch echt mal teuer. Mittlerweile haben die so oft reprintet, dass sie einfach nichts mehr wert sind. Aber auch irgendwo gut, ne? Dass man die halt auch wirklich spielen kann, wenn man sie braucht. Ja, finde ich auch sehr gut. Hintergründe. Stimmt, hier war ja mit Commander, Hintergründe, Schätze. Ja. Schreckensmimik. Mir fällt jetzt erst auf, dass die deutsch sind. Ja, ich wollte auch gerade sagen, bei dem Namen Vertrauter Pseudodrache, das ist irgendwie, keine Ahnung, so eine weirde Formulierung. Guck mal, du hast ein Gate. Ist das ein Gutstor, ist das grüne Tor. Ja, wollte ich gerade sagen. Entweder das oder das Seagate. Ich habe den Viehschmuggler, der lustigerweise auch ein Vieh anscheinend ist. Oh, Geschäfte abschließen ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Weil auch Secret Rendezvous in Commander gar nicht mal so schlecht ist, habe ich gelernt. Das stimmt. Woge der wilden Magie hier vorne mit. Das ist so lustig mit der Blonden. Ja. Ich habe Renari, ist cool. Die Wunderhändlerin. Der ist richtig gut. Drachenhandwerker. Auch Drachen brauchen Jobs. Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich schon meine erste Rare. Okay. Und zwar Nira Wildmage mit dem Artwork von der Playmat vom Commandfest. Wie ich jetzt lernen musste. Nice. Ich habe die Händlerin aus Schädelhafen. Normalerweise jetzt auch den Rare, oder nicht? Genau. Baba Lysaga. Baba Lysaga, die Nachthexe. Richtig geile Karte. Opfern bis zu 3 Karten, falls die geopferten Karten bleibende Karten insgesamt 3 oder mehr Kreaturentypen hatten, verliert der Gegner 3 Lebenspunkte und du hältst 3 Lebenspunkte dazu, ziehe 3 Karten. Yes. Das ist, wenn man sacrificen möchte. Ja. Ich werde das schlecht. Nicht vorlesen, das ist mir zu viel. Ja. Dann habe ich einen Drachenkultist als Hintergrund. Ich habe einen inspirierenden Anführer als Hintergrund. Dann haben wir einen Edge-Troll.
Du hast eine richtig geile Edged Foil. Das ist eine richtig coole Karte. Oh, der Effekt, den sieht man hier auch richtig gut. Ja. Der so schwing, schwing. Der Viererrad. Der ist richtig cool. Ist es so? 5 ja. Mana 0,8. Ja. Jeder zieht seine zweite Karte. Innerhalb seines Zuges ziehst du eine Karte. Immer wenn immer wenn er seine zweite Karte zieht, ziehst du eine Karte. Immer wenn ein Spieler seine zweite Zauberspruch innerhalb eines Zugs spielt, erzeugst du einen 2-2 weißen Ritterspielstein. Ja, nicht schlecht. Das sorgt dafür, dass jeder, der am Tisch mehr macht als du, gepunished wird. Oh. Ja. Und deine, richtig cool. Ich finde es auch cool, dass sie die Edged Foils hier mit reingebracht haben. Ja, so. Total. Ich weiß noch, wie die richtig krass waren, als die zum ersten Mal introduced wurden. Ja. Dann habe ich Willow die Grenzklinge und du hast den Intellektverschlinger. Ich dachte gerade, das wäre das Elder Brain, was mich sehr gefreut hätte. Ja, habe ich auch ganz kurz gedacht, aber das ist es nicht. Das war es leider nicht. Und Fluch der Seeleute, Drachenschildkröte. Horten der Oger. Und ich habe noch ein Skelett. Das ist aber ein sehr cooles Skelett. Und ein Ritter. Das sieht ein bisschen aus, als ob das so ein cool. T-Shirt von so einem Metal-Band sein könnte. Ja, das stimmt. Witzig. Das stimmt. Okay, Next Pack. Next Pack. Aufmachen. Oh. Aufmachen. Keine Karte von der Liste, verdammt. Ich muss ja sagen, cool. die Artwork-Karten, wenn die dieses Format haben, wirken die nochmal richtig anders. Ja. Ich habe auch keine Listenkarte. Dafür die ich sehe gerade zum ersten Mal, dass dieser Pilz Augen hat. Krass. Ja. Ein Wald. Blitzeinschlag. Und du hast, die sieht ja cool aus bei dir. Die ist richtig cool. Ich habe dreimal gedraftet und einmal gesealed deckt. Und bei allen drei Drafts, ich habe zweimal gesealed deckt und zweimal gedraftet. So ist es richtig. Und ich habe zwei Draft und ein Sealed Deck immer mit dem gespielt als Commander von Baldur's Gate. Das ist eine richtig coole Karte, mit der kann man so viel geilen Kram machen, weil es zwingt die Leute dazu, was zu tun. Du sagst halt jedes Endstep, falls du keine Permanente von dem Spieler gegangen ist, verliert der Spieler so viel Leben. Also X Leben, wobei X die Stärke von der Karte hier ist. Und das ist so gut. Das ist so crazy. Gut. Ich hab einfach nur einen Blitzschlag. Also wenn deine Kreatur hinten eine 3 hätte, dann ja, ist 3-4, aber. Dann nicht. Guck mal, wir haben Batman zusammen. Oh, ja, stimmt, die Nachtbrille und du hast den Fledermaus. Den Fledermaus am Haken. Oh, ein Klippentor. Ich bin ja riesengroßer Fan von diesen Thriving Gates, wie ich sie mal ganz gerne nenne. Weil sie quasi die Thriving Lands aus Jumpstart sind, nur halt als Gate-Typ und das macht es so viel besser. Alles wird besser, wenn es ein Gate ist. Stimmt. Klingenvergiftung. Sich entfaltende Wildnis. Immer wieder gern zu sehen. Guck mal hier. Tödlicher Disput. Ist sie noch da. 15 Euro oder was sie mal gekostet hat? Nee. So teuer ist sie nicht mehr, aber sie ist teuer genug. Ich habe dafür ein weiteres Tor und freue mich da mehr die Tor. Bolle. Mehr Drachen. Druide des Zirkels Landes. Es ist schon cool, was die so machen. Ja, total. Also die Artworks, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist so strange. Man hat einfach Legendary Creature, Office Cleriker, Hexenmeister und es ist halt eine Ankam. Ich habe auch einen Elefantenengel. Ich habe den Lulu. Ja. Lulu ist der Wahnsinn. Mein Name ist Lulu. Cleriker. Oh, ich habe wieder die Minthrara. Die ist auch cool. Oh, ich habe Cover-Art-Karte. Richtig cool. Die mit Küchenchef ist der Wahnsinn als Commander. Tatsächlich. Ah. Crazy. Ist richtig gut. Agent des Eisernen Throns. Keine Rares. Ich habe bisher wirklich keine Rares. Ich habe bisher jetzt nur dann die fröhliche Diebeln. Okay. Das ist sehr surreal, dass ich die Karte Agent des Eisernen Throns gerade lese. Weil du guckst ja auch gerade House of Dragon, richtig? Ja. Da denken wir sofort, okay, das nächste Game of Thrones Crossover kommt. Oh, bitte nicht. Und Sirius Albtraumsprecher. Ja. Ach, das war die du hattest eben, ne? Ophis, Schlange, Hexenmeister oder was auch immer das ist. Crazy. Krass. Und Tarnischer Magier. Oh, den hatte ich. Oh. Na, sieh mal, na, guck, was hast du denn da? Ein Messingdrachen. Uralt. Leider der Messing, leider nicht der Kupfer. Ja. Aber du hast einen Magier, sagt mir gar nichts. Aber ist trotzdem eine coole Karte. Also, ich glaube, die Drachen sind alle cool. Ja, sind alle auch ein bisschen was wert. Ich kann nur sagen, den Tarnischen Magier, den habe ich tatsächlich im Pre-Release, im Draft gespielt. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Hätten wir Riade, wa? Ja, genau. Und da habe ich noch Ellen Haarbrise. Mannigfaltiger Schlüssel. Habe ich gespielt, ist auch ziemlich cool.
Und ein Pegasus. Ist das der mannigfaltige Schlüssel, ja, jetzt auch schon mal ein Magic gab? Ja. Krass. Weil damals, der wieder. War doch auch richtig gut, oder nicht? Ja, der ist immer noch ziemlich gut, weil der einfach coole Sachen enttappen kann. Ah. Und ist eine hübsche Karte. Definitiv, definitiv. Oh, Karte von der Liste. Oh. Spoiler. Ich vielleicht. Karte von der Liste. Vielleicht Spoiler. Auch. Okay. Sumpf. Vollgebirge. Aber das Fäulige ist halt echt schlecht. Ja, das wird wieder sehr, sehr dull. Ja. Renari, Wunderhändlerin. Erdrütteln. Lulu. In einem anderen Artwork. Ich habe den noch nie in dem Artwork gesehen. Ich habe die schon mal als Preview-Karte halt so gesehen. Das sieht sehr cute aus. Das sieht wirklich strange aus. Bösartiger Schlachtenwüter. Arme von Hadda. Es sind manchmal so seltsame Namen, so Schimmel, Volk oder so. Ist aber in Deutsch immer so, finde ich. Ja. Also im Deutschen. Großartig. Eisendogge. Wolke des Todes. Oh, ja. Gefährlich. Ja, das ist. Also ich finde es halt cool. Den finde ich tatsächlich sehr, sehr cool und sehr, sehr cute. Ja. Weil er jetzt einfach ein wunderschönes Artwork bekommen hat im Vergleich zum glanzgeschifften Hirsch, wie er damals war. Mhm. Ich habe Woge des Wilden Magie. Ja. Ist nicht besonders cute. Nee. Ich habe schon einen rare Hintergrund. Oh. Ich habe Lothzahn, Erbe des Drachen. Stachle eine Kreatur an. Geil, ich liebe ja Anstacheln so sehr. Ist so ein bisschen wie Treasure, ein bisschen zu viel genutzt in letzter Zeit. Ja, was ist das denn? Auch ein, ist ein schamloser Scharlatan. Ja. Ich weiß nicht, aber Hintergründe werden auch nicht wirklich gespielt gerade, ne? Nö. Das ist halt schade, leider. Oh. Hintergrund? Du hast auch einen Hintergrund. Ja, ich habe eine flammende Faust. Ich habe einen Nachfahre von irgendwem. Und Luxus-Suit. Oh, Mythic. Du hast den Dämon. Der ist cool. Den Kalach Furi von Averonus. Tiefling-Baba. Cool. Immer wenn angreifst, falls du in dieser ersten Kampfphase deines Zuges ist, enttappe alle angreifenden Kreaturen. Sie erhalten Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Nach dieser Phase gibt es eine zusätzliche Kampfphase. Wähle einen Hintergrund. Das klingt echt nicht schlecht, muss man sagen. Ein cooler Commander. Hey, cool. Und deine Karte passt also perfekt zu, wenn wir noch einen schwarzen Hintergrund haben. Schwarzen Hintergrund. Warte, lass uns den hier nehmen. Perfekt. Ach ja. Cool. Vorher habe ich eine Blutmücke. Oh, du hast noch mal Rare. Basiliskenhalsband. Oh mein Gott, das ist das Basilisk-Collar, das ist der Wahnsinn. Das ist eine richtig gute Karte. Ja, total. Vor allen Dingen halt für einen Mana einfach Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ja, das ist auf einer Walking-Ballista, by the way. Ja. Ja, richtig, das ist cool. Sehr, sehr crazy. Das stimmt. Ja. Und? Oh, what? Was haben wir denn da? Irgendwas mit Teacher's Werewolf. Ist eine Common, Dramana 2-2 mit Threshold, kriegt +2/+2 und. Wenn er in den Friedhof gelegt wird, verlieren wir viel Leben. Aber es ist dieses wunderschöne, dunkle, also das schwarze Old Border. Ja. Ich habe Red Colony. Hey. Das ist nicht so schlecht, wie man denkt, tatsächlich. Das stimmt. Diese You can have any number of cards in your deck, Karten sind überraschend teuer. Weil natürlich alle Leute, die versuchen aufzufüllen in ihrem Commander-Deck. Ja, und dann auch so viele zu haben, wie nur irgendwie geht. Ja, das ist schon krass. So. Last Pack. Ich musste gerade mal ganz kurz meine Kamera, die zuckt die ganze Zeit. Und stockt so ein bisschen. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich glaube, der ist zu warm. Ja, aber wem nicht heutzutage, ne? Ja. Kurz mal streicheln. Und wieder abdecken. Kühlpack drauflegen. Oh, das wäre eine gute Idee. Egal, machen wir weiter. Das könnte ein fabelhaftes Artwork sein für Solemn Simulacrum, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe keine Mistkarte. Oh, warte mal. Ist dir aufgefallen, dass die andere Seite der Karten so aussehen? Manchmal nur. Ach so. Der Todeskuss hat das, der Erwachsene hat das, aber die hat das zum Beispiel nicht. Ach, aber wie cool ist das denn? Mir ist das tatsächlich noch nicht aufgefallen. Das sind original D&D-Charaktere. Der Intellektverschlinger. Der ist auch so eine Kreatur. Das ist ja genial. Das sind original so D&D-Gegner. Die haben dann auch eine Rüstungsklasse, eine Trefferwertung, Bewegungsrate. Fähigkeiten wie zum Beispiel Blitzschlag, Tentakel, das war bei dem ersten Dungeon Dragons auch schon so. Krass, das Stärke, Geschicklichkeit. Das ist der Wahnsinn. Also, ein Kollege von mir, der hat mittlerweile alle gesammelt davon und nutzt sie tatsächlich für seinen Dungeon Dragons. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja super praktisch auch. Also, not bad. Deswegen, auch der Graues Land hat das. Ein Schneediamant. Habe ich hier sogar zwei Schneediamanten hintereinander.
Einmal in normal und einmal in fancy. Ja, ich finde den fancy schon hübsch. Bei den Diamanten, muss ich sagen, finde ich ja, das echt hübsch. Das geht voll klar, definitiv. Mhm. Säbelrassler-Bauplan. Fackel des Wegsuchers. Das, damit kann man die Initiative holen. Initiative haben sie auch hart vergeigt. Ja, vor allen Dingen haben sie sie jetzt auch bei Magic Online in den Klienten noch mal weiter gepusht. Also gibt es jetzt mehr Initiative-Karten tatsächlich. Krass. Feuerball. Ist das der Feuerball? Nee, das ist das Gentle-Feuerball? Feuerball? Es ist Feuerball, ja. Ah, crazy. Habe ich auch noch nie in einem Nicht-Special-Artwork gesehen. Vor allen Dingen Uncommon? Ist das so eine schlechte Karte sonst? Normal, zwischendurch war die, glaube ich, mal Common. Ah, okay. Never mind. Chinga Ritter. Okay, wir haben Corlessa, die Drachensängerin. Cool. Die ist cool. Immer wenn du Drachen von der Deck spielen. Ah, okay, aber nur Drachen quasi. Yes. Aber das ist ja trotzdem cool. Dann Feywild Besucher. Wieder eine Verzauberung, ein Hintergrund. Flammende Faust. Ah. Und? Ich habe hier die Jahera, Freundin des Waldes. Die ist gut. Die ist gut. Spielsteine, die du kontrollierst, haben Tab für ein grünes. Weil auch Spielsteine nicht schon genug gemacht haben, also die Treasures und so weiter. Die ist gut, die ist sogar teuer. Oh, echt? Ja. Und dann auch noch sowas. Geformter Sonnenfeuer. Die Luxus-Suite. Nice, du auch. Geil. Mega. Treffen wir uns in der Luxus-Suite. Yes, jeder in seiner eigenen, dann winken wir uns gegenüber. Genau. Und da habe ich noch einen unheimlichen Pakt. Der sagt mir gar nichts. 7 Mana, ein Spieler deiner Wahl zieht x Karten und verliert x Leben, wobei x gleich der Anzahl an Karten in deinem Friedhof, in seinem Friedhof ist. Also Mill Payoff ein bisschen. Ja. Ah, okay. Genau. Und ein fehlender Impuls. Was hast du im Fall? Ich habe auch eine grauenhafte Meerfrau. Und? Nee, ein Grauhafen-Meerfrau. Grauhafen-Frau. Na dran. Und? Ein Gravespawn Sovereign. Eine Rare. Der ist gut. 6 Mana, 3/3 Tap, 5 untapped Zombies you control. Put target creature card from a graveyard onto the player under your control. Das ist tatsächlich spielbar. Zumindest ein Commander. Mit einem Commander gespielt, genau. Krass. Ausnahmsweise mal gute Karten davon. So langsam peilen sich dann doch die Karten, die irgendwie gut sind, oder? Von der Liste gut sind. Also. Ja. Das ist schon cool. Ja, das war mega. Ja, total. Schön. Ich muss halt sagen, ich bin natürlich nicht ich finde das Set, glaube ich, besser als den Großteil der Spielerschaft. Einfach nur, weil das zu spielen tatsächlich so viel mehr Spaß macht, als halt zu öffnen. Das stimmt. Selbst jetzt beim Öffnen waren echt ein paar Sachen dabei, wo ich denke, die sind schon echt cool. Also, seien es die alternativen Artworks von halt Playable-Sachen, wie halt irgendwie den Gates oder diesen Blitzschlag oder Schneediamant und sowas alles. Als auch halt einfach neue Designs. Also, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung zu dem Set? Ich finde das Set immer noch doof, aber ich mag dass sie einfach mit Edged Foil um sich werfen. Ich finde, Edged Foil ist einfach das bessere Foiling, auch wenn ganz, ganz viele Leute es nicht dafür so halten. Ich finde Edged Foiling hübsch. Ja. Die Drachen sind ganz cool und Minsk und Boo ist ganz nett. Ja. Aber ansonsten muss ich jetzt kein weiteres Dungeon Dragons Set haben. Aber es wird eins kommen. Es wird hundertprozentig noch eins kommen. Ach ja. Krass. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das hier aufzumachen das mit dir. Das war wirklich, wirklich mega. Wenn ihr schon hier seid, guckt mal beim Robin vorbei. Wenn ihr es noch nicht wisst, wir machen zusammen einen Podcast, Radio Ravnica. Yes. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben lassen. Yeah. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr abonnieren. Wenn ihr bei Robin noch nicht Abonnent seid, könnt ihr da auch abonnieren. Und wenn ihr das alles getan habt, dann sind wir glücklich, dann seid ihr glücklich und dann können wir alle nach Hause gehen. Yes. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.